Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderung Sie Ungarn und heute soll es darum gehen, dass Robert Habeck bei Karin Mioska zu Gast war und sein Auftritt dort eine absolute Katastrophe war. Alles dazu nach dem Intro. Ja Freunde, wollt ihr wieder eine desaströse Rede von Robert Habeck sehen? Und ihr fragt euch, was jetzt schon wieder kommt, dann kann ich nur sagen, los geht's. Gibt es Verfehlungen, für die Sie sich die Schuld geben? Ja, das habe ich ja häufig genug gesagt. Die Debatte um das Heizungsgesetz hat sicherlich ihren Beitrag geleistet. Und es ist meine Verantwortung in letzter Konsequenz, dass ich nicht rechtzeitig erkannt habe, dass auch im Jahreswechsel 2022/23 was in Deutschland passiert ist. Also insofern, na klar, ich bin in der Regierung und trage Verantwortung nicht nur für meinen Bereich, sondern auch für die Entscheidung der Regierung. Das ist ganz klar so. Oh, dass wir das noch erleben dürfen, er gibt einmal einen Fehler zu. Aber nicht nur das Heizungsgesetz ist Ihr Fehler, Herr Habeck, sondern noch einige andere dazu. Ich will jetzt hier keinen großen Zahlensalat anrühren. Gesamtlast der Unternehmen zu senken auf 25%. Wir sind ungefähr bei 30, knapp 30% in Deutschland, also höher als andere, würde grober Daumen 30 Milliarden jährlich kosten. Im Moment eine Debatte über 8 Milliarden gesamtstaatlich. Also ein großer Unterschied und jetzt schon die Probleme. Absolut richtig. Und das wird auch nicht passieren, da sehr viel Geld an die ganze Welt geht und für das eigene Land nicht eingesetzt wird. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg. Jetzt ist es vor allem der Agrardiesel gewesen. Ach Quatsch, schön, dass wir jetzt wissen, was sparen heißt. Und genau, Betonung auf jetzt. Und was kommt als nächstes? Diese Agrardieselkürzung gestuft über 3 Jahre würden 450 Millionen bringen. Also ein Bruchteil dessen, über das wir reden oder reden könnten. Und die Konsequenz wäre das Gleiche mal 60, wenn wir über die Summe reden. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält. Die Frage ist doch, halten die Menschen die Ampel und somit Sie, Herr Habeck, noch aus? Wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren, alles Mögliche mal denken und erlauben. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, ob es erfolgreich endet, aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn es nicht weitergeht, dann wird es auf keinen Fall erfolgreich enden. Die Welt hat sich dramatisch verändert, auch die ökonomische Welt. China ist nicht mehr unsere freundliche Werkbank. Russland ist nicht mehr unser ewig verlässlicher Gaslieferant. Die Amerikaner haben zum ersten Mal seit langer Zeit ein wahnsinniges Subventionsprogramm aufgelegt. Ihr verspielt euch doch alles. Man geht China an, man will von Russland kein Gas mehr, obwohl man dort nie Probleme damit hatte. Man hat sich auf die USA verlassen und nun sieht man, was man davon hat. Und wir dürfen nicht wieder zurückfallen in Bräsigkeit und Schläfrigkeit. Und das müssen wir halt demokratisch hinkriegen. Das ist der Zustand, den ich beschreiben kann. Ahnten Sie damals schon, dass gar nichts cremig sein würde zwischen Ihnen? Also was soll ich denn sagen? Wir kommen aus verschiedenen politischen Denkschulen. Denkschulen? Braucht man Hilfe? Oder warum kann man nicht mehr selber nachdenken? Ich bevorzuge, selber nachzudenken. Vielleicht passiert ja gerade was. Also, dass tatsächlich gesehen wird, dass die Interessen, nämlich Investitionen im Land zu ermöglichen. Was war das denn? War er etwa nicht zufrieden? Es gab dann augenscheinlich ein Gerangel und den Versuch, zu ihnen durchzubrechen, sodass die Fähre dann wieder ablegen musste und sie erst Stunden später an Land kamen. Herr Habeck, Sie sind ja einiges gewöhnt an Protest. War das anders als sonst? Ja, wahrscheinlich war das anders als sonst. Es gab gar keinen Versuch, auf die Fähre zu kommen. Hier habt ihr noch mal den Beweis. Erst einmal ist auf das Land, auf Deutschland, auf Europa ja von außen etwas zugekommen, nämlich vor allem der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Darauf haben natürlich alle wieder gewartet, dass Putin an allem Schuld hat. Und das sage ich nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärung, also nicht als Entschuldigung für die
vielen Entscheidungen, die wir treffen mussten oder die noch immer nachwirken. Aber als Erklärung, das soll man nicht vergessen, dass viele Probleme, die jetzt im Moment im Land sind, unabhängig von den ideologischen Fragen, daher rühren. Es ist immer wieder dasselbe. Deine eigenen Fehler sieht man nicht. Und jetzt das Neueste, dass man die eingefrorenen Gelder von Russland direkt an die Ukraine geben will. Man provoziert es, bis es richtig knallt. Es fehlte auf einmal oder es drohte, die Hälfte der Energie, die wir importieren, zu fehlen, grob gesprochen. Die konnte beschaffen werden, aber zu einem höheren Preis. Insofern sind die Preise hochgegangen, die Energiepreise und dann in der Folge alles mögliche andere. Das hat die Inflation getrieben. Inflation heißt, Leute haben am Ende, und zwar auch noch im Jahr 2024, weniger Geld. Ja, und dafür ist die Ampel und somit Sie, Herr Habeck, schuld. Vorher hatten die Menschen noch mehr Geld und Strom und Gas waren billiger. Und die Welt ist, wie sie ist, und wir können wir immer darauf verlassen, dass wir es bekommen. Das treibt mich um. Ich weiß, dass die politische Debatte woanders hingeht, aber ich frage mich, tue ich eigentlich genug als Wirtschaftsminister in dieser Bundesregierung, um die kritischen Güter hier in Europa zu produzieren? Und jetzt haut er noch einen wegen dem Klima raus. Ob das technisch geht. Ich habe am Wochenende anderes gelesen, kann ich aber nicht beurteilen. Und zweitens, wenn wir dem treu bleiben, was wir da reingeschrieben haben, muss das Geld, das Extrageld, noch aufgebracht werden. Das wäre dann ja wahrscheinlich ein höherer CO2-Preis. Wollen wir das bei der Belastung, die da ist, für das Klimageld? Wie hoch soll er sein? Ach so, was ihr versprochen habt, das kann man nur einhalten, indem man den CO2-Preis erhöht. Der CO2-Preis wurde doch schon erhöht. Was soll das also hier sein? Der sollte so bei 60 Euro die Megawattstunde gedeckelt werden. Damit konnten Sie sich nicht durchsetzen. Was würden Sie sagen, was so ein mittelständisches Unternehmen wie das von Herrn Niederstein für einen Strompreis bezahlt? Das ist nach wie vor der Preis, den wir dann am Markt in 2-3 Jahren sehen werden. Darum ging es erst. Was schätzen Sie, was der im Moment zahlt? Ja, das hängt ja von seinen einzelnen Verträgen ab, aber das kann ich also nicht sagen. Unglaublich. Er weiß als Wirtschaftsminister nicht, wie die Preise für Unternehmer sind. Also der Handel bewegt sich jetzt schon in diese Richtung und jetzt weiß ich nicht, wie sich seine Preise zusammensetzen. Aber wenn ich es mal umgekehrt für die Verbraucher und Verbraucher sagen kann, da die Statistiken gucke ich mir ja an. Man hört nur noch, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist das jetzt der neue Spruch oder was? Ach so, die Statistiken schaut er sich an, aber die der Unternehmen nicht. Ohne Worte. Wir haben wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, immer noch Strompreise, die wir für die Kilowattstunde bezahlen, die liegen so knapp unter 40 Cent, vielleicht liegen sie auch über 40 Cent jetzt die Kilowattstunde. Wenn man neue Verträge abschließt, wo also sich diese Zusammensetzung der letzten Jahre noch nicht widerspiegelt, kann man die für 26 kriegen. Also da hat sich was getan, für das Unternehmen weiß ich das nicht genau. Ja, es ist scheinbar der neue Spruch. Und er weiß es nicht als Wirtschaftsminister, ist das nicht eigentlich sein Job? Und 26 Cent, das kann er mal gleich vergessen. Er zahlt 125 Euro die Megawattstunde. Ja, Freunde, man kann hier nur noch den Kopf schütteln. Der Wirtschaftsminister kennt die aktuellen Preise nicht, obwohl er sie ja wissen müsste. Wenn ein anderer so seinen Job machen würde, wäre er ihn direkt los. Deswegen treten Sie sofort zurück, Herr Habeck, und nehmen Sie die ganze Regierung gleich mit. Ja, Freunde, schreibt's mal unten in die Kommentare rein, was ihr hier dazu sagt und wie ihr das hier alles findet. Und folgt mir noch auf Getter und auf Telegram, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen, teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Auswanderungs-Sie-Ungarn-Video. Macht's gut, ciao, ciao.